Schon über 1000 Hybridbusse hat Volvo verkauft. 6 davon fahren bei den Wiener Linien. Während in Wien seit Frühjahr 2014 die neuen Volvo 7900 Hybridbusse auf der Linie 4A im Alltagseinsatz sind, ist Volvo bereits beim nächsten Technologieschritt. Aus dem Hybrid wird ein Plug-in-Hybrid und das bedeutet, dass der Bus nicht nur wie der normale 7900 Hybrid elektrisch wegfährt, sondern bis zu 70% der Streckenführung rein elektrisch unterwegs ist. Um diesen hohen Grad an rein elektrischer Fortbewegung zu ermöglichen, ist der Bus mit entsprechenden Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet, die an den Endstationen automatisch nachgeladen werden. Im schwedischen Göteborg etwa fährt der Plug-in-Hybrid-Volvo-Bus bereits im Testbetrieb. Fahrer und Passagiere sind vom Komfort und dem niedrigen Geräuschniveau begeistert. Das känns ju som att gå på el eller något sånt där. Jag tycker det är jättebra. På vilket sätt? Ja, den är bekväm. Yes, I like it. Bei Volvo ist man vom Potenzial des Plug-in-Hybrid-Antriebs überzeugt. I foresee that the plug-in hybrid will be the dominating vehicle into the inner city and then the ordinary hybrid will be more in and out for the cities. And the combination is really perfect of green efficiency. 2015 soll die reguläre Serienproduktion der Volvo Plug-in-Hybridbusse beginnen. Und möglicherweise wird dann auch in Wien die Hybridbusflotte um Plug-in-Hybride ergänzt werden.